Herzlich willkommen hier im Labor bei U-Meta. Ja, es ist schön, dass Sie einschalten und entweder sind Sie jetzt gerade live mit uns oder Sie schauen später. Deswegen gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn Sie den Livestream gerade mit uns schauen, dann haben Sie gleich die Möglichkeit, Fragen zu stellen und wir werden die direkt beantworten. Das Ganze geht über Slido. Dafür hatten Sie eine Einladung bekommen. In der Einladung ist ein Link direkt zu Slido. Und dann, wenn Sie die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen, dann ganz einfach über Hashtag 503315. Hashtag 503315. Und falls Sie uns später schauen, dann stellen Sie Ihre Fragen gerne auch an uns. Können wir zwar jetzt nicht direkt beantworten, tun wir dann aber über info@umeta.com. So einfach kann das Ganze sein. Ich kann Ihnen versprechen, es wird spannend. Es ist gut, dass Sie neugierig sind. Und damit wir loslegen können, sage ich erstmal herzlich willkommen, Frank Maser, der Geschäftsführer von U-Meta. Ja, machen wir denn jetzt? Herr Sassenroth, hallo. Schön, dass Sie heute hier sind. Freue mich, dass wir zusammen ein ganz tolles neues Produkt anschauen können, den U-Meta Snapstar. Etwas ganz Neues, Innovatives im Bereich Abschmierkupplungen. Und da gibt es viele schöne Dinge zu erzählen. Das würde ich gerne heute einmal hier präsentieren. Wir haben damit wirklich eine U-Meta-Neuheit. Die gab es so noch in dieser Form gar nicht. Und dafür gibt es sogar ein internationales Patent. Ja, Snapstar ist wie gesagt eine innovative Neuentwicklung, ist international patentiert, hat dadurch eben auch das entsprechende Alleinstellungsmerkmal und ist von der Funktion her anders als das, was man bisher kannte. Ist einfach, sicher, sauber, effektiv, verbirgt alle Vorteile in sich, die man sich eigentlich von einer Kupplung wünscht. Herr Maser, dann lassen Sie uns doch mal einen direkten Blick darauf werfen, denn den Snapstar gibt es gleich in zwei verschiedenen Ausführungen. Ja, ganz genau. Es gibt den Snapstar einmal in dieser Ausführung hier. Das ist die Ausführung, die etwas länger ist als das Standardprodukt mit einem Druckablassventil hinten dran. Und dann gibt es eben noch den Standard-Snapstar. Das ist diese Version, wie man sieht, ein klein wenig kürzer. Ohne Druckablassventil und der Unterschied besteht einfach darin, die Kupplung selber ist genau die gleiche. Die Standardversion ist geeignet für etwa bis zu 400 Bar Fettdruck. Bis dahin gelingt es mir eben auch die Standardversion einfach vom Schmiernippel zu lösen. Wenn ich über 400 Bar hinauskomme, dann ist es so, dass die Haltekraft doch sehr, sehr stark ist auf dem Schmiernippel und ich kriege den Snapstar nicht mehr so einfach gelöst von Hand. Deswegen würde ich dann mehr zu dieser Version tendieren. Man öffnet die kleine Schraube von dem Druckablassventil, der Druck kann entweichen und ich kann auch dann ganz einfach den Snapstar trotz des ehemals hohen Drucks wieder von dem Schmiernippel lösen. Also Druckablassventil, das habe ich noch nicht mitbekommen, dass es sowas überhaupt gibt. Das scheint auch noch mal eine grandiose Neuheit zu sein. Wie viel Druck kann dann denn dieses Ventil und damit der Snapstar insgesamt dann aushalten? Also das Druckablassventil habe ich so an anderen Kupplungen auch noch nicht gesehen. Ich denke, das ist tatsächlich eine Neuheit, macht das Ganze eben sehr viel einfacher und leichter. Und der Snapstar an sich ist für Drücke bis zu 1000 Bar geeignet. 1000 Bar ist so die Grenze, die wir nicht überschreiten wollen, denn das ganze andere Fettpressenzubehör ist auch so dahingehend ausgelegt, dass eben diese Maximalgrenze von 1000 Bar im Raum steht. Es ist ja so, dass alles, was wir machen, auch sich nach irgendwelchen Normen richtet. Und die europäische Norm für Fettpressen sagt einfach, dass da ein Prüfdruck von 400 Bar vorgegeben ist. 400 Bar ist auch schon ziemlich viel. Wir sagen aber, wir wollen uns mit dem Prüfdruck nicht zufrieden geben, sondern geben eben noch deutlich drüber hinaus. Und deswegen ist die zweieinhalbfache Sicherheit vorgegeben. Also 400 mal zweieinhalb komme ich auf 1000. Und das ist so die Region, wo wir auch sagen, gut, da muss dieses Produkt dann auch den Druck ablassen, damit nicht noch weitere Schäden irgendwo entstehen können. Sicherheit ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt an der Stelle. Erste Frage schon, die wir bekommen haben über Slido. Passt denn tatsächlich der Snapstar auf alle Schmiernippel drauf? Naja, es gibt ja nun verschiedene Schmiernippeltypen. Es gibt einmal die Hydraulik-Schmiernippel. Das sind eben diese hier, die so diesen kleinen kugelförmigen Kopf mit dem leichten Hinterschnitt haben. Und die gibt es auch nach verschiedenen Normen. Da gibt es eine europäische Norm, da gibt es eine amerikanische Norm, eine japanische Norm. Und diese ganzen Schmiernippel, die so nach den internationalen Normen für Hydraulik-Schmiernippel
Schmiernippel gefertigt sind, die funktionieren auch prima in Verbindung mit dem Snapstar. Jetzt gibt es natürlich auch noch andere Schmiernippel, die so eine trichterförmige Öffnung haben. Schmiernippel, die weitaus größer sind, mit so einer kleinen runden Platte obendrauf. Flachschmiernippel nennen die sich. Da brauche ich natürlich immer die jeweils dafür auch geeignete Kupplung, sprich so ein Spitzmundstück oder eine Schiebekupplung. Da funktioniert logischerweise der Snapstar nicht. Aber für die Hydraulik-Schmiernippel, die weltweit gängig sind, funktioniert das Ding prima. Funktioniert der Snapstar nur mit Fett? Ist auch eine weitere Frage. Nee, wir werden das auch gleich noch sehen. Wir wollen ja mal gucken, wie sich der Snapstar insgesamt so im Einsatz verhält. Und dafür haben wir dieses Prüfgerät hier. Das setzen wir bei uns für die gesamten Hochdruckversuche ein. Denn wir wollen ja auch sicher sein, dass alle Komponenten, die wir verkaufen, für die Drücke geeignet sind, die irgendwo mal entstehen können. Und diese Hochdruckpumpe funktioniert mit einem sehr, sehr dünnflüssigen Prüföl. Und ich denke, man kann sich vorstellen, wenn ich jetzt mit einem hohen Druck ein ganz feines Öl, was noch letztendlich feinere Fließeigenschaften als Wasser hat, wenn ich da einen hohen Druck erzeuge, dann ist es für das Öl sehr viel einfacher, sich irgendwo vielleicht doch durch eine undichte Stelle zu pressen, als wie das bei dickflüssigem Fett der Fall wäre. Also, um die Frage zu beantworten, ja, es funktioniert auch prima mit Öl. Nicht nur Fett, auch Öl. Dann wollen wir doch mal schauen, wie es denn in der Praxis wirklich funktioniert und wie viel Druck dann tatsächlich das Ventil halten kann. 400 ist die Norm, die gesetzt ist für Fettpressen, bis zu 1000. Genau, richtig. Und das ist jetzt möglich. So, und erstmal grundsätzlich, um den Snapstar anzubringen, ganz einfache Geschichte, Lasche nach hinten ziehen und schwupp, schon hat er sich hier fest verankert. Jetzt habe ich natürlich einen genommen, der hier für die normale Demo vorgesehen ist. Wir haben in diesem Fall einen vorbereitet, der hinten verschlossen ist, denn wir wollen ja einen Druck aufbauen. Normalerweise wäre der Schlauch hinten dran, die Fettpresse, der Druck würde in die andere Richtung laufen. Hier haben wir jetzt mal einen mit einer Verschlussschraube vorgesehen. Schwupp, schon hat er sich arretiert. Ventil muss natürlich zu sein, ist klar. Und damit das Ganze jetzt auch wirklich sicher vonstatten geht und da wirklich jedes Risiko ausgeschlossen ist, mache ich mal hier diese Hülse darüber. Ich denke aber, man kann es trotzdem gut erkennen. So, und dann müssen wir hier noch das Ventil zumachen und schon geht das los. Ich pumpe den jetzt mal druckmäßig ein bisschen hoch. So, und da haben wir schon ganz schnell diese 400 Bar Prüfdruck erreicht, die für Fettpressen vorgesehen sind. Und wenn Sie jetzt mal... Da passiert nichts. Ja, da sollte auch nichts passieren. Und wenn Sie jetzt einfach mal so aus Sicherheitsgründen einen kleinen Schritt zur Seite gehen, Herr Sassenroth, dann werden wir sehen, wenn ich jetzt mal die Hülse wegnehme hier, ja, da kommt nichts raus, da tropft nichts, da ist alles wunderbar dicht, hundertprozentig unter Kontrolle. So soll es ja sein. So soll es sein. Geprüft bis zu 1000. Genau, und jetzt gucken wir mal, wenn der jetzt Druck sich... Jetzt muss der Maser mal ordentlich die Muskeln spielen lassen. Ja, die... Presse hier macht es mir ja leicht, wenn ich jetzt mal hier den Druck aufbaue und 900.000, wir haben die 1000 erreicht und schon ist der Druck abgewichen. Wenn man jetzt einmal diesen Punkt erreicht hat, dass das Öl so, oder das Fett... ich mache mal den Druck wieder komplett runter. Das wäre gut. Wenn das vorbeigelaufen ist und wenn man sieht, das ist dann halt über 1000 Bar gekommen, dann bitte nicht mehr benutzen, dann ist er leider kaputt. Genau, dann habe ich die Belastungsgrenze überschritten und dann kann ich das Produkt auch nicht mehr einsetzen, dann ist das Ganze nicht mehr sicher. Aber alles, was sich in dem Bereich bis 400, 600, 800, 900 Bar abspielt, überhaupt gar kein Problem. Wie gesagt, ab 1000 ist dann die Grenze, wo ich es auch sein lassen sollte. Ist da jetzt noch Druck drauf, höchstwahrscheinlich? Nee, ich hatte den Druck jetzt mittlerweile abgelassen, ist jetzt kein Druck mehr drauf. Das heißt, jetzt kann nichts mehr passieren, wir sind in Sicherheit. Wir können es uns jetzt hier nochmal genau angucken, sieht wunderbar aus. Ich komme ja so ein bisschen vom Lande, deswegen kenne ich halt den einen oder anderen Bauern halt auch. Und ich weiß, wenn das Thema Abschmieren kommt, da hat eigentlich keiner so wirklich Lust dabei zu sein, mitzumachen. Jeder versucht sich zu drücken, wenn normal. Also Fettpresse, die Hände sind fettig, die Kleidung ist fettig, danach ist die Dusche angesagt, die Waschmaschine darf laufen und so richtig viel Lust dazu hat keiner. Wenn ich das sehe, da passiert gar nichts. Eine saubere Sache. Ja, ist auf jeden Fall eine saubere Sache und das ist ja gerade der Punkt, den Sie da ansprechen, warum das Abschmieren nicht so gerne gemacht wird. Die anderen herkömmlichen Kupplungen verschleißen schnell. Durch die Bewegungen, die ich machen muss, um die Kupplung vom Schmiernippel zu lösen, kann es sein, dass sich vorne die Backen aufbiegen, dass das Ganze dann nicht mehr so richtig dicht ist, dass es dann später auch im Gebrauch schon bei leichtem Druck passieren kann, dass die Kupplung sich komplett von dem Schmiernippel löst. Und das ist dann ja immer der Punkt, wo man selber so als derjenige, der abschmieren muss, fremde Hilfe noch braucht, dann wird der Kollege rangerufen, Mensch, komm mal vorbei, du musst mal gerade hier die Kupplung auf den Schmiernippel draufhalten.
und ich kann dann schön hier pumpen. Aber das ist natürlich eine Sache, die brandgefährlich ist, würde ich dringendst von abraten. Denn wenn jetzt jemand so einen hochdruckbelasteten Schlauch in der Hand hält und da passiert irgendwas und der Schlauch platzt, das kann also zu ganz erheblichen Verletzungen in der Hand am ganzen Körper führen. Und deswegen ist die Grundregel immer die, alles was druckbelastet ist, bloß Abstand halten, bloß nicht anfassen, auf gar keinen Fall. Diese Drücke sind enorm, da hat man oftmals gar keine Vorstellung, was dahinter hängt. Wir reden ja jetzt über 400 Bar, ja. Wenn ich das mal vergleiche mit meinem Autoreifen, der hat 2 Bar irgendwie so ein bisschen drüber. Das ist schon ein guter Vergleich. Und den kann ich mit dem Daumen schwer eindrücken, also kann man mal sehen, das ist ja schon da, mal das 200-fache bei 1000 Bar, unbeschreiblich viel Druck. Ich denke, der ein oder andere hat es auch schon mal erlebt, wie sich das anhört, wenn so ein Autoreifen platzt. Das ist ein Knall, da fliegen einem die Ohren weg. Und wir hatten ja eben jetzt hier den Snapstar auf 1000 Bar und sogar noch leicht darüber aufgepumpt. Und das ist ein Druck, der zum Beispiel entsteht, wenn ich mit einem Kleinkalibergewehr schieße. Hinten in einem Gewehr explodiert das Schießpulver, erzeugt einen Druck. Und der Gasdruck, der in so einem Kleinkalibergewehr erzeugt wird, um das Projektil vorne rauszudrücken, der liegt so bei 1000 Bar. Und ich denke, wir sind uns alle einig, niemand von uns möchte gerne vor einem Gewehr stehen, das gerade abgefeuert wird. Nicht unbedingt. Und ich möchte auch nicht meine Hand vor den Lauf halten. Aber was passiert, wenn ich so eine Kupplung oder einen Schlauch anfasse und mit dem gleichen Druck da was platzt? Das kann man sich dann vielleicht vorstellen. Das kann wirklich die ganze Hand wegschießen. Gott sei Dank gibt es das Ventil. Auch wenn der Druck mal hoch ist, kann man den Druck dann dementsprechend ablassen. Genau, richtig. Und es passiert gar nichts. So ist wie das. Einfach man dann tatsächlich den Snapster auch wieder abziehen kann, das kann man mal sehen. Wir haben es eigentlich unfreiwillig irgendwie mitbekommen, indem man einfach mal eine Schmiernippel aufsteckt und dann löst. Genau. Der löst sich im Grunde genommen von ganz allein. Ja, ich das gucken wir uns jetzt mal an, hoffen, dass wir das jetzt auch für alle und für Sie jetzt auch in Bild gut einfangen können. Einmal aufstecken. Also wie gesagt, der Snapstar ist immer dann, wenn die Hülse nach hinten gezogen ist, einsatzbereit. Der Schmiernippel wird vorne aufgedrückt, die Hülse geht nach vorne, umschließt die Klauen und sorgt so für den festen Sitz des Snapstars auf dem Schmiernippelkopf. So, und wenn ich den Schmiernippel jetzt von dem Snapstar lösen möchte, beziehungsweise den Snapstar von dem Schmiernippel, ziehe ich einfach die Hülse nach hinten. Und schon schießt der Schmiernippel vorne raus. Da ist also eine kleine Federunterstützung sogar drin, um den Snapstar extra einfach, extra leicht von dem Schmiernippel lösen zu können. Das ging jetzt relativ schnell. Vielleicht noch mal ganz langsam. Ja, und wir gucken, dass wir das richtig gut einfangen können. Es ist tatsächlich so, der löst sich von selber. Also da muss ich gar nicht jetzt irgendwie groß reißen, ziehen, kein Drehen mehr, sondern einfach nur nach hinten ziehen. Und schon das Einzige, was ich machen muss, ist die Hülse nach hinten ziehen. Schon sind die Klauen vorne freigegeben und der Schmiernippel gleitet von ganz alleine wieder raus. Also wir können das nochmal probieren. Schmiernippel einsetzen, Hülse nehmen, lösen, wupp, schon ist er raus. Fantastisch. Also 4 Backen, die da kräftig zugreifen und dann auch wieder loslassen. Bei jeder normalen Kupplung ist es normal so, ich muss irgendwann dann tatsächlich mal den Dichtungsring tauschen. Das geht bei dem einen etwas schneller, kommt auch darauf an, wie man ihn bedient. Wann muss man denn hier die Dichtung tauschen? Ja, überhaupt nicht. Das ist das Gute daran. Wir haben in dem Snapstar eine Metalldichtung, die kann man hier vorne sehen. Ja. Und bei den meisten anderen Kupplungen ist es eben so, dass da eine Gummidichtung drin ist. Und man kann sich sicherlich vorstellen, wenn diese hohen Drücke da sind, 4, 5, 6, 7, 800 Bar, das ist ja eine enorme Kraft. Und wenn mit diesem Druck die Gummidichtung auf den Schmiernippel gepresst wird und man bewegt das Ganze noch irgendwie, dann ist ganz schnell die Gummidichtung verschlissen. Das kann natürlich bei dem Snapstar nicht passieren, weil wir eben diese sehr stabile und trotzdem sehr, sehr dichte Metalldichtung da vorne drin haben. Und da habe ich an der Stelle eben in dieser Situation keinen Verschleiß. Und das ist auch der Grund, warum wir die 4 Jahre Garantie auf den Snapstar geben können. 4 Jahre Funktionsgarantie, weil es eben keine Gummidichtung gibt, die vorne verschleißen kann. Wir gucken noch mal auf unsere Fragen, denn wir hatten ja die ein oder andere Frage, die gestellt worden ist. Und da geht es zum Beispiel auch darum, ob wir dieses Gerät nur mit der Handpresse pressen können oder aber, wie hier gefragt ist, mit der Druckluftpresse oder Akkupresse. Hm. Geht das auch? Ja, das geht natürlich auch, denn hinten an der Kupplung ist ja ein Schlauch oder Metallrohr angeschlossen, was dann die Verbindung zu der Fettpresse darstellt. Und der Snapstar ist ja lediglich dafür da, eine sichere Verbindung zu dem Schmiernippel herzustellen. Und
den Fettdruck oder Öldruck, was immer man auch hat, weiterzuleiten in den Schmiernippel rein. Wodurch dieser Druck jetzt erzeugt wird, das ist dem Snapstar ziemlich egal. Ob das jetzt mit Muskelkraft oder mit Druckluft oder elektrisch erzeugt wird, der Snapstar funktioniert mit allen Fettpressen, die sich in dieser Druckregion bewegen, wunderbar. Gummidichtungen müssen nicht getauscht werden, 4 Jahre Garantie. Da kann man doch sagen, das spart Zeit, weil man nicht ständig irgendwas reparieren muss. Das spart auf Geld, jeden Fall. Weil ich nicht ständig nachkaufen muss. Und auf der anderen Seite natürlich auch viel Ärger drumherum. Ja, ganz genau. Denn normalerweise sind Abschmierkupplungen Wegwerfartikel. Das weiß jeder. Ich benutze den eine gewisse Zeit und dann irgendwann ist auch die Dichtung kaputt. Und ach komm, weg damit, ich kaufe mir eine neue. Das ist hier eben nicht der Fall. Ich kann den Snapstar sicher über 4 Jahre hinweg mindestens benutzen. Und wenn in dem Zeitraum irgendwas passieren sollte, wovon ich nicht ausgehe, aber das ist eben die Garantie, die wir aussprechen, wenn es mit der Funktion ein Problem gibt bei normalem Gebrauch, wird das Gerät gegen ein neues ausgetauscht. Die Garantie läuft von alleine weiter. Ich habe da überhaupt gar keine zusätzlichen Kosten, überhaupt keine Probleme. Funktioniert wunderbar. Das beantwortet nämlich schon, ich gucke auf den Monitor, eine Frage, die zur Garantie kommt. Wie läuft denn das überhaupt mit der Garantie? Also wenn das Gerät tatsächlich kaputt ist, herschicken und schon gibt es eine neue? Ganz einfach, Kontakt mit uns aufnehmen unter info@umeta.com. Die Snapstar-Kupplung zu uns zurückschicken. Wir schauen uns die einmal an. Ich meine, es ist klar, dass wir nicht für Fehlgebrauch einstehen können. Wenn jetzt jemand mit seinem Trecker drüber gefahren ist oder hat schon 2 Mal mit dem Hammer draufgehauen oder hat die Druckgrenzen überschritten oder was auch immer, das kann nicht Teil der Garantie sein. Genauso können Sie Ihr Auto auch nicht auf Garantie zurückgeben, wenn Sie schon mal vom Baum gefahren haben. Aber wenn im Rahmen des normalen Gebrauchs irgendwas mit dem Snapstar innerhalb der 4 Jahre nicht funktioniert, zurückschicken. Wir gucken einmal drüber, gibt es sofort einen neuen Snapstar und die Garantie startet logischerweise bei diesem neuen Produkt auch wieder von vorne. Und wenn Sie jetzt gerade nicht die Chance haben, über Slido Fragen zu stellen, weil Sie uns erst später zuschauen, dann tun Sie es ganz einfach über info@umeta.com. Jetzt haben wir viel gehört. Vielleicht schauen wir uns das Ganze mal in der Praxis an. Bitte schön. Hallo, ich bin Robert Maser, ich bin in 4. Generation bei Umeta tätig und ich würde euch heute gerne ein bisschen was zum Abschmieren erzählen. Abschmieren, wisst ihr selber, ist eine dreckige, eine nervige Angelegenheit. Man saut sich permanent dabei ein, die Hälfte geht daneben. Man braucht im Endeffekt eigentlich immer eine dritte Hand, die die Kupplung auf dem Schmiernippel festhält. Und dafür haben wir die Lösung, und zwar unsere Snapstar-Kupplung. Und ich würde euch heute gerne mal zeigen, wie die funktioniert. Einfach draufstecken, hält bombenfest, abschmieren und nach dem Abschmieren kinderleicht zu lösen. Die Snapstar-Kupplung gibt es in 2 unterschiedlichen Versionen. Einmal ohne und einmal mit Druckablassventil. Das Druckablassventil gewährleistet kinderleichtes Lösen der Kupplung vom Schmiernippel bei Drücken bis zu 1000 Bar. Die Snapstar-Kupplung hat keine Gummidichtung, sondern eine sehr stabile Metalldichtung. Aufgrund dessen können wir 4 Jahre Garantie auf die Funktion gewähren. Und selbst auf engstem Raum funktioniert die Snapstar-Kupplung problemlos. Ja, herzlich willkommen zurück im Labor. Das war mal die Praxis und da konnte man doch ganz gut sehen, wie man mit dem Snapstar umgehen kann. Und der Maser, mir ist aufgefallen, eine Person bedient den ganz alleine. Ich kenne das, dass 2, 3 Leute gebraucht werden. Ja, da haben Sie wahrscheinlich die gleiche Erfahrung gemacht, die wir alle schon mal gemacht haben, wenn wir mit herkömmlichen Kupplungen gearbeitet haben. Es ist eben so, dass aufgrund der Konstruktionsform, aufgrund des Verschleißes, mit zunehmendem Gebrauch die Kupplung nicht mehr so gut auf dem Schmiernippel hält. Die übliche Kupplung. Und da ist es dann natürlich so in der Praxis, dass man, wenn man mit seiner Fettpresse da steht, gerade sagt, Kollege, komm mal gerade rüber, du musst jetzt mal die Kupplung auf dem Schmiernippel festhalten, während ich hier am Pumpen bin. Also das ist meiner Ansicht nach schon nicht wirklich zu verantworten.
Denn wie schon mehrfach gesagt, die Sicherheit um Leib und Leben muss hier das erste hohe zu schützende Gut sein. Und wenn jemand eine Kupplung, einen Schlauch oder was auch immer in der Hand hat, der so stark druckbelastet ist und man schon weiß, das hält gar nicht richtig, da ist sowieso schon ein Defekt dran. Das kann man nicht machen, das geht auf gar keinen Fall. Denn die Verletzungschance ist sehr, sehr hoch. Beim Snapstar habe ich eben den großen Vorteil, dass die Lasche, die nach vorne geht, diese vier Backen zusammendrückt und den Snapstar auch nach vielen Jahren, nach vielen Einsätzen immer noch sicher auf dem Schmiernippel festhält. Das ist der ganz große Vorteil. Ich kann alleine sicher und sauber arbeiten und bringe vor allen Dingen nicht noch meine Kollegen in große Gefahr. Ich habe ja jetzt vom Land gesprochen, also von da, wo man eigentlich immer noch auf einer Ebene, wo man steht, arbeitet. Ja, aber man stelle sich das Ganze vor, auf dem Bau, der Bagger, der da steht, da muss ich in 3, 4, 5 Meter Höhe arbeiten. Mit 2 Leuten auf der Leiter, ich glaube, das ist nicht ganz so. Ich glaube, das kann sich jeder vorstellen. Praktisch kann das gar nicht vernünftig funktionieren. Denn tatsächlich soll dann noch einer über mir auf der Leiter stehen, während ich da unten am Pumpen bin und mir dann vielleicht noch meine eigene dritte Hand fehlt, um mich an der Leiter festzuhalten. Das kann man alles vergessen. Also wenn die Kupplung nicht richtig hält, ist das der Punkt, wo man sie wegschmeißen muss. Denn da wird es dann wirklich auch für alle gefährlich. Schon wirklich genial, die Greifkupplung, die wir ja auch alle kennen. Mhm. Dort hatte man auch schon die Möglichkeit, mit einer Hand ganz einfach zu lösen, indem man den Daumen bedient, brauchte man aber doch noch ein bisschen mehr Raum. Und manchmal ist es ja sehr, sehr eng. Und der Snapstar, der braucht fast gar keinen Platz mehr, um damit zu arbeiten. Ja, haben wir eben auch in dem kleinen Video gesehen, wie wunderbar das geht in engsten Räumen. Es gibt ja vom Grundsatz her so 3 herkömmliche verschiedene Schmiernippelkupplungen. Das ist einmal die Standardkupplung, die so ähnlich aussieht wie diese hier, die eben keine verschiebbare Hülse hat, sondern die starr ist. Und bei der ist es so, dass ich die auch auf den Schmiernippel aufstecke. Und da ich diese Hülse nicht habe, muss ich die auf andere Art und Weise lösen. Die ist auch anders konstruiert. Das geht jetzt hier mit dem Snapstar nicht. Aber ich muss halt die Kupplung dann großräumig abrotieren, um sie vom Schmiernippel zu lösen. Das heißt also, ich brauche schon mal diesen Raum, der ist sogar in der DIN für Schmiernippel auch vorgegeben, der Einbauraum. Ich brauche schon mal diesen Raum, um die Kupplung vom Schmiernippel zu lösen. Dann gibt es ja darüber hinaus noch die G-Kupplung zum Beispiel, auch ein sehr, sehr gutes Produkt. Die G-Kupplung, die ich mit einem seitlichen Hebel lösen kann. Aber klar, da brauche ich auch diesen Platz, um den Hebel zusammendrücken zu können. Und beim Snapstar ist eben der ganz große Vorteil, einfach ein Griff von hinten und schon ist er los. Ich kann ihn gerade abziehen, ich brauche keinen Platz, um ihn seitlich zu bewegen. Ich muss nicht da mit dem Finger vorbeifassen oder so. Also viel einfacher und viel platzsparender. Wüsste ich nicht, wie es noch gehen soll. Der ein oder andere stellt uns natürlich liebenswerterweise gute Fragen und eine Frage, die natürlich berechtigt ist. Wenn ich jetzt dieses tolle Produkt bei mir tatsächlich platzieren möchte, welche Arten von Displays gibt es, welche Möglichkeiten gibt es da der Verkaufsförderung? Ja, wir arbeiten ja mit vielen Vertriebspartnern, mit vielen Händlerkunden zusammen und da ist es natürlich auch so, dass jeder seine eigene spezielle Vertriebssituation hat. Wenn wir mit einem Kunden zusammenarbeiten, der zum Beispiel mehr Online-Vertrieb hat oder Verkaufsberater, die vor Ort beim Kunden sind, dann ist das eine andere Geschichte, als wenn ich mit jemandem spreche, der jetzt einen eigenen Verkaufsraum hat, eine eigene Verkaufssituation. Für die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt in einer richtigen Verkaufssituation im Laden oder im ladenähnlichen Umfeld arbeiten, haben wir 2 sehr, sehr schöne und sehr effektive Displays entwickelt. Da gibt es eben einmal eins, das wir da schon haben, das man prima auf den Tresen, auf den Verkaufstisch stellen kann. Das ist das Display, wo über 2 Haken eben das Produkt in 2 Versionen gut präsentiert wird. Natürlich auch unser Hinweis auf die Garantie, kleiner QR-Code, wenn ich mir über mein Handy mal ganz schnell im Vorbeigehen nähere Informationen holen möchte. Und ich habe eben die Möglichkeit, hier das Produkt auch direkt live auszuprobieren. Wir haben so einen kleinen Lagerbock hier hingebaut und da sehe ich selber schon, wie einfach das Ganze funktioniert. Bei dem kleinen Display habe ich eben die Möglichkeit, dadurch, dass es 2 Haken sind, 2 verschiedene Versionen zu zeigen, zum Beispiel die Version ohne Ventil und die Version mit Ventil. Gleichfalls gibt es aber auch noch für etwas größere Präsentationen die Möglichkeit, das Display zu bekommen, so dass es eben auf der Erde steht, wie man es da vorne sieht. Da können insgesamt auf 4 Haken die Produkte gezeigt werden. Oben auch wieder mit der Testmöglichkeit, mit dem Lagerblock auf dieser kleinen Acrylplatte. Und ich glaube,
dass das eben auch für jeden Händlerkunden eine wunderbare Gelegenheit ist, dieses Produkt im Markt bekannt zu machen. Denn wir haben es selber also schon mehrfach ausprobiert. Jeder, der das selber einmal getestet hat, wenn man es einem Laien in der Hand gibt, die Leute sind begeistert, weil sie sowas eben von ihren herkömmlichen Kupplungen noch nicht kennen. Einmal haptisch das Ganze kennenlernen, das hilft natürlich ungemein. Genau. Hier auch vier, weil es ja auch verschiedene Anschlüsse noch mal gibt dazu. Ja, ganz genau. Einmal unsere europäische Norm, klar. Also wir sind ja jetzt hier im europäischen Raum, wo eben vielfach in Millimeter gemessen wird. Ich muss ja den richtigen Anschluss von der Kupplung an meine Fettpresse haben. Und im europäischen Raum haben wir eben die Kupplung mit einem 10x1 Millimeter Gewinde. Für den zölligen Raum, da wo zöllige Maße gängig sind, gibt es die Kupplung nochmal in der Version mit eher ein Achtel Zoll Gewinde. Das heißt, letztendlich ergeben sich daraus vier Versionen, einmal mit, einmal ohne Ventil und dann eben entweder 10x1 oder eher ein Achtel Gewinde. Das darf man sich dann einrichten, wie man das gerne möchte. Eine weitere Frage, die ich gut verstehen kann, ist die Frage nach den Lieferzeiten. Na klar, wenn Sie jetzt die Möglichkeit haben, als Erste tatsächlich dieses tolle Produkt anbieten zu können, dann möchte man wissen, lieber Frank Maser, wann wären die denn dann bei mir? Ja, also die erste Resonanz auf die Snapstars, muss ich sagen, hat uns sehr begeistert, hat uns sehr motiviert. Aber wir haben auch große Lagerbestände aufgebaut von vorproduzierten Snapstars, sodass wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt gut lieferfähig sind. Wir müssen abwarten, wie es jetzt mit dem Abverkauf insgesamt funktioniert. Wir werden natürlich auch schnell nachproduzieren, ist eine ganz klare Geschichte. Aber derzeit sind wir gut lieferfähig und wer Snapstars möchte, bitte einmal info@umeta.com. Da werden wir sehr schnell auf Ihre Fragen eingehen und Sie auch, wenn es denn sein soll, gerne mit dem Produkt sofort ab Lager beliefern. Da wir jetzt leider schon zum Ende kommen, vielleicht zum Abschluss nochmal die große Frage nach den vier Hauptargumenten für den Snapstar. Also das Allerwichtigste beim Abschmieren ist immer, dass keinerlei Gefahr für Leib und Leben besteht. Wir haben von den hohen Drücken gehört. Der Snapstar ist sicher, er hält auf dem Schmiernippel, er lässt ab einem gewissen Druck auch den zu hohen Druck entweichen. Das ist für den Bediener schon mal eine ganz, ganz wichtige Sache. Ich brauche die dritte Hand nicht. Ich muss meinen Kollegen nicht bemühen und bringe den auch nicht vielleicht noch in unnötige Gefahr. Denn der Snapstar hält wirklich von alleine auf dem Schmiernippel fest und ist, wie wir eben gesehen haben, auch anschließend wieder leicht zu lösen. Ganz wichtiger Punkt ist eben auch, und deswegen haben wir es auch so schön hier nochmal auf den Displays gezeigt, die Garantie. Ich gebe 4 Jahre Garantie auf die Snapstar, weil ich von der Funktion absolut überzeugt bin. Und das erspart mir natürlich diesen ewigen Kreislauf. Kupplung kaufen, wegschmeißen, kaufen, wegschmeißen. Der Snapstar ist ein Profiprodukt, das ich auch langfristig verwenden kann, wo ich sicher bin, wo ich sauber bin. Einfach zuverlässiges Arbeiten, so wie es der Profi braucht. Eine absolute Umeta-Neuheit, die wir heute präsentieren durften. Und ich sage an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, Sie sind neugierig geworden und geblieben und freuen sich auf das Produkt. Informationen unter info natürlich und dann @umeta.com. Dort kriegen Sie sofort Antwort, wenn Sie uns Fragen schreiben oder Wünsche haben. Das letzte Wort, aber bitteschön, Frank Maser. Ja, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich die Präsentation des Snapstars anzuschauen. Und ich hoffe vor allen Dingen, dass es uns gelungen ist, Sie genauso vom Snapstar zu begeistern, wie wir es selber auch sind. Es ist ein tolles Produkt und ich bin fest davon überzeugt, dass wir im Markt mit diesem Produkt gemeinsam sehr, sehr erfolgreich sein werden. Wenden Sie sich bitte jederzeit an uns, info@umeta.com. Wir melden uns umgehend bei Ihnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und dann auf gute Geschäfte.